Diese 12 Systeme lenken dein Verhalten. Hi, mein Name ist Marco Lorenz, ich bin Bewusstseinscoach und Bewusstseinsforscher und in diesem Video möchte ich mit dir gemeinsam an den 12 Systemen ein bisschen arbeiten. Ja, das heißt, es gibt 12 Systeme und diese 12 Systeme lenken unsere Realität. Was bedeutet das genau? Das heißt, wir kommen auf die Welt, wir sind vorher ein Niemand und wir werden zu einem Jemand. Das heißt, die Mama gibt dir einen Namen, du bekommst eine Identifikation und dann wirst du ein Jemand. Und dann wirst du immer älter und älter und im Laufe deines Alters, in der Kindheit bist du noch ein freier Geist. Du hast dich immer gut gefühlt, du hast jeden Baum umarmt und keine Ahnung was. Und du bist einfach komplett frei in deinem Sein. Und dann kommen wir in die Schule und dann kommen wir in die Arbeit, dann kriegen wir Probleme und dann Stress und dann Mangel und keine Ahnung und dann haben wir Verpflichtungen und dann merken wir, dass wir im menschlichen Bewusstsein angekommen sind und uns nicht ganz so wohl fühlen. Ja. In Wirklichkeit ist Folgendes passiert: im Laufe der Jahre haben sich diese 12 Systeme in dein Sein, in dein Ego implementiert und sind das Filtersystem deiner Welt geworden. Und ich habe mich selber immer gefragt, wie komme ich zurück in den Zustand des Kindseins, ja? Weil ich war einmal blind, 3 Wochen lang, und in diesem Zustand, dass ich blind war, ich habe mir immer die Frage gestellt, so, es muss voll schlimm sein, blind zu sein, und dass ich dann tatsächlich einen Unfall hatte und blind wurde und wieder dann sehen konnte, habe ich mich dann gefragt, so, was war eigentlich das Geschenk dieser Phase, als ich blind war? Also ich war blind, konnte nicht sehen und habe mich besser gefühlt, als ich sehen konnte. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, warum war das so? Und die Antwort war ganz einfach. Die Antwort war, weil als Blinder nimmst du nicht mehr das, was in der Außenwelt war, ist, sondern du, also ich habe das Fenster aufgemacht und ich habe den Wind gerochen, ich habe jeden Vogel gehört, ich habe den Baum gespürt, also ich war wieder verbunden mit allem. Ja. Und ich war wieder so vom Zustand wie ein Kind, weil ein Kind ist auch mit allem verbunden. Und wenn du dann erwachsen bist und du hast diese 12 Systeme aktiviert, dann merkst du, okay, dann merkst du, du fährst mit dem Auto auf der Autobahn und du siehst nicht mal mehr den Wald. Also deine Welt wird durch so viele Filter verzerrt, dass du komplett in der Vergangenheit oder in der Zukunft lebst, aber nicht im gegenwärtigen Moment. Und deswegen möchte ich mit dir diese 12 Systeme behandeln. Diese 12 Systeme sind übrigens ein Teil von einem über 22-stündigen Videokurs namens Breakthrough in der Meditation Academy. Das ist ein Intensivkurs, wo wir diese 12 Systeme ganz detailliert beleuchten, anschauen, Übungen haben, wo wir es reflektieren in der Theorie plus in der Praxis, wo du wirklich an diesen 12 Systemen arbeitest und sie Step by Step erkennst, reflektierst, dich selbst erkennst und ein System nach dem anderen abbaust. Ja, nur, dass du Bescheid weißt. Ja. Das erste System, welches dich lenkt und dich dominiert und welches sozusagen ein Filter für deine Realität ist, ist dein Ego-System. Ja. Und ich werde es grob diese 12 Systeme anschneiden, nur dass du einen Einblick bekommst, weil der ganze Kurs dauert 22 Stunden, aber es für mich geht es einfach nur darum, dass du mal einen Einblick bekommst, was für 12 Systeme sind denn da. Ja. Zum Beispiel im Ego-System wird erklärt, was die Grundlagen des Geistes, also wie funktioniert der Geist. Ja? Es gibt den großen Geist und es gibt den kleinen Geist. Ja? Und da muss man mal erkennen, was sind die Unterschiede zwischen dem großen göttlichen Geist und zwischen dem beschränkten menschlichen Geist, der in der Illusion, in der Dualität gefangen ist. Aber wie denkt dieser Geist und wie denkt dieser Geist? Und dann erkennst du schon nur in dem ersten Video, oh krass, wenn ich so anfange zu denken, dann docke ich mein Bewusstsein an den großen Geist. Ja? Dann wird im nächsten Video erklärt, wie ist der Aufbau des Egos, wie funktioniert das Ego, wie funktioniert das Konzept der Schuld, der Schuldübertragung, dieses
der Projektion. Wie funktioniert das Ganze? Ja? Und das ist das nächste Video, das Konzept der Schuld und das Konzept der Bestrafung. Wie ist das sozusagen durch die Evolution, durch die Erziehung in unser Leben gekommen? Ja? Und dann ist das nächste Video die Strategie und Verhalten des Ego-Systems. Also wie ist das die Strategie? Wie geht das Ego mit der Außenwelt um? Wie bewertet das Ego die Außenwelt und regelt das Ganze? Ja? Und dann kommt eine Phase, das ist das Konzept der Projektion. Das Ego nimmt Dinge und projiziert immer auf die Außenwelt. Also es ist das Ding, was die Taschenlampe nimmt und immer auf die anderen richtet. Also seine eigenen Themen und Probleme und so weiter auf andere projiziert, aber nicht in der Lage ist zu erkennen, wow, das, was ich an den anderen nicht so mag oder was ich an dir erkenne, ist eigentlich mein Ding. Ja? Und das muss man auch erkennen. Ja? Und dann kommt das Thema Reframing und dann Reframing in der Praxis. Das heißt, in diesem ersten System, ich nenne das sozusagen das Ego-System, wird im Breakthrough-Kurs ganz detailliert das Ego durchleuchtet und beleuchtet und am Schluss wird gereframed. Das heißt, alle Themen, die da sind, wie das Ego funktioniert, du wirst sehr, sehr schnell alle Leute, die deinen Kurs schon gemacht haben und im Live-Seminar merkt, einer gibt einen Kommentar und dann kommen schon die Leute, schau dir Chapter 1 an, schau dir Chapter 1 an, schau dir Chapter 1 an, weil die Leute erkennen, wow, krass, diese Aussage, dieses Verhalten, das ist das Ego-System und das dominiert gerade diese Person. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen, wie das, wenn man das gesehen hat, dieses Wissen in Intus hat, wie man sich selbst erkennt, wie man seinen Partner erkennt, seine Kinder erkennt und auf einmal gemeinsam sich selbst heilt und erkennt so, okay, ich verstehe dich. Das bist nicht du, ich bin dir gar nicht böse. Es ist dein Ego-System. Lassen wir uns gemeinsam daran arbeiten. Ja? Dann kommen wir zu System 2. Und das System 2 ist das Bewertungssystem. Ja? Weil das ist das System, was uns in der Welt eigentlich die meisten Probleme bereitet. Weil es ist das System, was alles, was geschieht in der Außenwelt, bewertet. Ja? Und wir haben ja diese drei Konzepte, dieses Körper, Geist und Seele. Und der Körper ist alle Materie, das ist dein. Es ist eigentlich alles, was geschieht, ist dein Körper. Dein Geist ist das Bewertungssystem. Also der Körper erschafft Ereignisse und das Bewertungssystem nimmt diese Ereignisse und bewertet sie in Plus, in Minus, in Gut und Schlecht und was auch immer. Und diese Bewertungen gehen dann rüber, erzeugen dann Emotionen und Gedanken und die gehen dann rüber in die Seele. Und die Seele ist das, was in den Zustand von dessen kommt, wie du bewertet hast. Das heißt, wenn du dich schlecht fühlst, wenn du einfach sagst, hey, ich bin nicht ganz zufrieden mit meinem Zustand, ich möchte in der puren Glückseligkeit baden, dann musst du nur diese Kurs anschauen und dann wirst du erkennen, wie tickt dein Bewertungssystem. Weil du hast den freien Willen und das ist die Schnittstelle zwischen deines Zustandes, deiner Seele und zwischen der Außenwelt, deinen Ereignissen. Die werden auf Quantenebene dadurch erschaffen, weil dein Zustand erschafft die Ereignisse. Beispiel ist, du stehst auf und du fühlst dich heute richtig gut. Und dann merkst du, wie an diesem Tag alles von selber läuft, wie alles super ist, wie alles ganz einfach ist. Und du fühlst dich manchmal, du stehst auf, du fühlst dich schlecht und du bist traurig. Dann merkst du, wie heute alles nicht funktioniert, wie andere Menschen schlecht drauf sind und so weiter. Das heißt, du erschaffst mit deinem Zustand die Ereignisse. Und durch dein Bewertungssystem programmierst du, in welchem Zustand du kommst. Und das ist der Loop, in dem du dich die ganze Zeit, dein ganzes Leben lang befindest. Und dieses zweite System, das Bewertungssystem, zu verstehen, wie es funktioniert und wie du Einfluss auf das Bewertungssystem bekommst, darum geht es im zweiten System. Das sind die Ebenen der Wahrnehmung, die 11 Schritte der Wahrnehmung. Wie nimmt das Bewusstsein oder dein Verstand das Ganze wahr? Dann die drei Ebenen der Realität, die sich daraus erschaffen. Dann die Unterschiede der verschiedenen Bewusstseinsstufen, die es gibt. Dann gibt es den Weg der Seele und dann gibt es den Weg sozusagen vom Verstand. Und dann wird zusammengefasst, wie ist die Realität aufgebaut, die Verbindungen zwischen Körper, Geist und Seele. Und dann gibt es das Ding, dass dein Bewertungssystem die Dinge im dualistischen System bewertet und manche Dinge negativ bewertet. Bei den meisten sehr viele Dinge negativ bewertet. Und diese negative Bewertung ist das Problem, was
dich in einen negativen Zustand führt und der wiederum immer negative Ereignisse in dein Leben zieht. Und das ist eigentlich der Schlüssel. Wenn man anfängt, sich selbst zu befreien von negativen Bewertungen, dann wird man erkennen, wie man sich immer besser fühlt und immer wohler fühlt. Und dann erschafft man immer auf Quantenebene neue Ereignisse in dein Leben, die dich besser fühlen lassen. Das war das zweite System, welches dich manipuliert. Ja. Das dritte System ist das Glaubenssystem. Es ist sozusagen das System, welches auf Basis deiner Bewertung und deiner Vergangenheit Muster bildet. Und diese Muster bilden deinen Glauben und dein Glauben bildet deine Wahrheit. Und deine Wahrheit ist das, was schlussendlich, ob du willst oder nicht, deine Welt erschafft. Ja? Und deswegen schauen wir uns im System 3 Einführung in Glaubenssätze an. Positive und negative Glauben. Das ist alles ein komplettes Praxissystem. Hast du das, schaust dir die Videos an, du hast PDFs dazu, ladest die runter und arbeitest gleichzeitig, während wir diesen Kurs machen, an diesem System. Ja. Dann wird gezeigt, wie die Realitätsbildung durch die Glaubenssätze geschieht, wie sich die Glaubenssätze bilden, wie sich daraus das Filtersystem bildet. Dann die Entstehung der Weltbilder, wie die Weltbilder sich aus den Glaubenssystemen bilden. Dann die Grundlagen von Heuristiken, dann verschiedene Arten von Heuristiken. Heuristiken sind zum Beispiel, du läufst durch die Welt und du hast etwas erlebt. Du hast zum Beispiel, du fährst mit dem Auto irgendwo hin und da ist ein Unfall. Ja, und eine Woche später fährst du an derselben Stelle und da ist zufällig wieder ein Unfall. Und dann fährst du einen Monat später wieder an der Stelle vorbei und bevor du an die Stelle kommst, denkt dein Gehirn schon, da ist vielleicht ein Unfall. Ja. Und wie oft hast du dich selbst ertappt, dass du durch die Welt gelaufen bist und schon glaubst zu wissen, was gleich geschieht und so weiter, obwohl das nur Heuristiken sind und die dich komplett einschränken oder du denkst, der andere ist so, weil der gestern auch so war und deswegen hältst du fest an ein Bild von jemandem und du programmierst dir auch eigentlich ein, dass der so ist, wie du denkst, dass der ist und erschaffst dir selbst deine eigene Hölle damit. Ja, ja und dann kommt die Zusammenfassung der Glaubenssysteme und das ist sozusagen ein wichtiges, fundamentales System zu erkennen, dass das ein krasses Filtersystem ist, mit dem wir durch die Welt laufen. Ja. Kommen wir zum vierten System von diesen Systemen. Das vierte System sind Programme. Ja. Programme ist das, wo wir nochmal eine Schippe drauflegen. Ja. Das sind die Systeme, die sich aus den ganzen Glaubenssystemen bilden, die sich aus deinem Bewertungssystem bilden, die sich aus deinem Ego-System bilden. Das sind so wie Kinder. Also du kennst das, du bist zum Beispiel Raucher und in dir gibt es in einem Wesen, welches sagt, hör auf zu rauchen. Ja, es sagt, Rauchen ist ungesund, Rauchen schadet dir, es kostet Geld. Du kennst das. Also es ist ein Kind. Also du kannst dir wirklich vorstellen, dein Körper ist ein Flugzeug, dein Bewusstsein ist der Pilot eigentlich, aber meistens auf Autopilot, und du fliegst. Und deine ganzen Passagiere, die hinten mitfliegen, sind deine Programme. Ja. Ein paar Passagiere tun sich zusammen zu einer Gruppe, das ist so der Kindergarten, der in uns vorgeht, und sagen, hey, komm, der raucht schon wieder da vorne und das stinkt hier alles und so weiter. Und dann gibt es ein paar andere Passagiere, die sich zusammengetan haben und gesagt haben, ach komm, rauch jetzt eine, jetzt fühlst du gerade Stress und du weißt doch, wenn du eine rauchst, dann geht es dir schon besser und so weiter. Und dieser Widerspruch, das heißt, die einen Passagiere streiten und sagen, tu das und die anderen sagen, tu das. Und du bist das Opfer, weil sich den ganzen Scheiß die ganze Zeit anhören muss. Und wenn diese Gruppe stark ist, dann haben die Einfluss, dann stürmen sie das Cockpit und dann lenken die das Flugzeug und sagen, ja, jetzt rauchen wir eine, ja, und oh, jetzt geht's besser. Und die andere Gruppe weint gerade, weil oh, es stinkt schon wieder. Das ist ein lustiges Beispiel. Aber es ist das perfekte Beispiel zu zeigen, dass wir von Programmen beherrscht werden. Dass das Ökosystem eigene Bewusstseins wie ein Kindergarten geboren hat. Und das gilt nicht nur für Raucher und Nichtraucher, sondern es gilt für jeden Kontext im ganzen Leben. Für so Menschen, so für alles gibt es Programme. Und dass unser Unterbewusstsein ist voll von diesen Kindern, die ihm was wollen. Und wenn diese zwei Gruppen, nennen wir es mal Interessensgruppen, ein Problem haben, also die sagen, ja, rauchen, und der andere sagt, na, wir sollen auch nicht Raucher werden, und die stehen in Konflikt miteinander, das nennt sich in der Psychologie kognitive Dissonanz. Und diese kognitive Dissonanz macht, dass du dich schlecht fühlst, weil du in einem inneren Widerstand mit dir selbst bist. Ja, als Beispiel,
Was ich zum Beispiel vor ein paar Tagen hatte, ich wollte unbedingt diese Videos drehen, aber ich habe Kopfweh gehabt und ich konnte nicht und mir ging es nicht gut und den Zustand dreht man einfach nicht. Und dann habe ich gemerkt, ich bin in einem Verzug. Und dann habe ich gemerkt, so, boah, jetzt wird es immer knapper und immer knapper und immer knapper und ich habe mich schlecht gefühlt, dass eine Gruppe sagt, das ist die Verantwortungsgruppe, hey, du musst das drehen, du hast der Leute gesagt, du drehst jetzt 3 Videos die Woche und so weiter und so fort. Und das heißt Verpflichtung, Verantwortung. Und dann andere sagt, boah, aber ich fühle mich gerade nicht gut und ich will nicht, ich lege mich lieber hin. Das ist die Gesundheitsgruppe, ne? Und dieses, pff, komm runter wieder, ne? Und die zwei haben Konflikt miteinander gehabt und ich habe mich einfach verdammt schlecht gefühlt, ja? Und der Schlüssel ist, das zu erkennen, also zu erkennen. Aber die meisten fühlen sich einfach schlecht, wissen aber nicht warum. Und wenn du dieses System angesehen hast, dann wirst du verstehen, ah, ich fühle mich gerade schlecht. Du schließt deine Augen, okay, wo im Körper fühlst du dich schlecht? Ah, okay, hier irgendwo. Und dann redest du mit dir, okay, warum fühle ich mich hier schlecht? Wie fühlt sich dieses Gefühl an? Und dann erkennst du so, ja, das kommt irgendwie, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich sollte irgendwas anderes tun. Was sollte ich denn tun? Ja, ich sollte eigentlich die Videos drehen. Aber warum drehst du sie nicht? Und dann merkst du, ja, weil das und das, mir geht es gerade nicht gut. Ah, okay, das heißt, du hast ein Problem damit. Wie lösen wir das Problem? Ja? Also entweder drehst du es jetzt oder du drehst es nicht. Wenn du es, möchtest du es drehen? Und dann triffst du eine Entscheidung, ja, ich will es unbedingt drehen. Okay, wann drehst du es? Okay, ich drehe es morgen, aber morgen, wenn es mir gut geht. Wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich nicht drehen. Okay, wie lösen wir das Problem, wenn du es drehen kannst? Okay, das heißt, morgen 9 Uhr fix bin ich vor der Kamera. Aber wenn es dir nicht gut geht, was machst du dann? Ja, dann werde ich es einfach nicht drehen. Dann werde ich einfach an dem Tag kein Video machen. Und dann kommt das Verpflichtungsprogramm und sagt, ja, aber du hast es versprochen. Ja? Und weißt du was? Scheiß drauf. Ich mache es trotzdem nicht, weil es mir einfach nicht gut geht. Ich mache es einfach dann einen Tag später. Ah, okay. Und auf einmal waren die Kinder ruhig. Und dann habe ich mich gut gefühlt. Und dann konnte ich gut schlafen. Und dann konnte ich das Video heute drehen. Siehst du? Und dann, das ist nur ein kurzer innerer Selbsttherapie. Aber das kommt nur, ich weiß einfach, wenn ich mich schlecht fühle, wenn jemand sie mir vorgeht, wenn jemand nicht passt. Ich schließe meine Augen und mache dieses Therapiegespräch. Und dann erkenne ich, okay, welche Kinder sind gerade da aktiv, welche Programme sind am Start, wie löse ich das, wie beheben wir das. Und in dem Moment, wo du die Entscheidung getroffen hast und das Problem für dich gelöst hast, fühlst du dich auf einmal sofort bereinigt, das ist wie so eine Wolke, die aus deinem Körper geht, und dann fühlst du dich gut. Und dann ist es so, wow, boah, jetzt ist wieder alles in Ordnung, jetzt könnte ich schon drehen. Ja. Und dann siehst du, es ist wichtig zu verstehen, dass du Programme hast und dass die Programme ein Teil deiner Passagiere sind, dass sie zu dir gehören, aber dass du der Chef bist. Du musst sie lenken und du musst die Tür aufmachen, in den Kindergarten runtergehen und sagen, Kinder, stellt euch alle in eine Gruppe und folgt mir. Und nicht die Kinder, ja, wir machen jetzt so und wir machen so und wir laufen da ein und jetzt stürmen wir das Cockpit und jetzt machen wir, was wir wollen. Ne? Das machen wir nicht. Bewusstsein heißt, komplette Kontrolle über sich selbst zu haben. Ja? Also in diesem System lernst du die Grundlagen der Programme. Dann lernst du, wie die Programme reagieren. Also die komplette Liste der Reaktionen. Ich mache dir ein paar Beispiele. Du ignorierst, du lenkst dich ab, du findest Ausreden, ja? Du verleugnest. Ja? Du hast Blackout, handlungsunfähig. Du bist komplett im Blackout. Ja? Du tust Dinge schönreden. Ja? Identifizierst dich offenkundig damit, du rechtfertigst, du gehst bei anderen Menschen in den Angriff, ja. Du hast scheinheilige Programme, also die Beschuldigung, jemand sagt, du hast das du gemacht und ja, ich weiß, dass ich gemacht habe, und das ist wohl okay, dass ich das gemacht habe. Das sagen, ich weiß es schon, ich arbeite eh daran, ja, das sind diese scheinheiligen Programme, ja. Oder Lügen, zurechtbiegen, umdrehen, beschuldigen, Schuld. Zuweisung, verachten, ins Lächerliche ziehen. Es gibt noch eine ganze Liste, eine komplette Liste von Programmen, die also von Verhalten, wie Programme ticken. Und wenn du das erkannt hast, alleine nur diese Liste ist schon der Oberhammer, dann wirst du dich selbst erkennen, du wirst andere erkennen, wenn sie dieses Verhalten eben, boah, da ist ein Programm gerade aktiv und am Start, ne? Dann geht es um das Thema Bedürfnisse, Triebe, Motive. Ja? Dann das Bedürfnissystem, dann die Verbreitung, Vorbereitung der Eskalationsstufe. Boah, das könnte ich ein eigenes Video darüber machen. Sehr, sehr wichtiges Thema, wenn du mit deinem Partner, mit deinen Kindern oder als Therapeut, mit deinen Patienten
diese Programme erkennst und auflösen möchtest. Ja? Da gibt es ein eigenes Video, es dauert 40 Minuten, nur die Vorbereitung der Eskalationsstufen. Ja? Dann Programmauflösungsvorlage aus der Schematherapie. Ja? Und dann Methoden der Selbstregulation. Also ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also für mich Programme, so das Ding. Ja? Ja. Dann System 5, das sind Trigger. Ja? Und Trigger kennen wir alle. Wir werden getriggert, wir fühlen uns instant schlecht. Ja? Und wir gehen direkt in den Angriff. Ja? Erkennst du vielleicht schon andere Programme dahinter. Ne? Und in den System 5 werden die Grundlagen der Trigger erklärt. Wie funktionieren Trigger, was sind Trigger und so weiter. Dann Weltbilder, wie Weltbilder Trigger aushebeln können und die Drei-Phasen-System zum Lösen von negativen Triggern. Also wie du ein System entwickelst, wie du dich nicht mehr negativ triggern lässt und somit erkennst, wenn dich etwas triggert, was ist der Grund dafür, was ist das Thema und wie kannst du es instant aufheben. Ja, sehr wichtiges Thema. System 6 ist die Außenwelt. Ja? Die Außenwelt ist ein Faktor, der einen Einfluss hat, in welchem Zustand du bist. Ja? Und zwar, wir werden von der Außenwelt konditioniert. Unsere Freunde, Familie, Politik und so weiter konditioniert uns und erschafft in uns Systeme, die uns als Filtersystem für die Außenwelt dienen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass die Außenwelt ein Faktor ist, der uns manipuliert und der uns lenkt und so weiter. Dann haben wir das siebte System, und zwar dein Körper und deine Hormone. Ja? Deine Hormone sind ein maßgeblicher Einfluss darauf. Deswegen nehmen manche Leute zum Beispiel Substanz zu sich, die Serotonin oder was auch immer, oder Opium oder was auch immer, wo man sich besser fühlt auf irgendwelche Substanzen. Das heißt, und das funktioniert, klar, weil Hormone haben einen Einfluss auf deinen Zustand. Aber zu lernen, welche Hormone dominieren dich gerade, wie fühlst du dich, warum ist das so und wie lenkst du die Hormone in deinen Körper durch dein Bewusstsein, wirst du einen Einfluss auf dein Hormonhaushaltssystem bekommen und dadurch viel klarer durch die Welt gehen. Dann System 8, Metaprogramme. Ja. Es gibt im System 8 über 12 Metaprogramme plus eine eigene Meta-Analyse, wo du siehst, wo du dich selbst in deinen Metaprogrammen erkennst. Ich mache nur als Beispiel Metaprogramm 4a und 4b, die Orientierung. Ja. Das bedeutet, du bist orientiert an, also du bist ein Mensch, der gerne etwas tut, das immer dasselbe ist, wie zum Beispiel ein Arzt oder ein Buchhalter. Ja, ein Arzt hat jeden Tag dasselbe, immer dieselben Themen, immer dieselben Rezepte. Oder ein Buchhalter, der hat immer seine Zahlen und macht immer die Routine. Ja. Oder du bist 4b, das heißt, du bist jemand, der kreativ ist, der nicht damit klarkommt, immer dasselbe zu tun. Der braucht seine Abwechslung, der braucht Kreativität, der muss morgen was anderes tun. Jemand, der Marketingabteilung zum Beispiel ist, der entwickelt jeden Tag neue Kampagnen, es ist immer was anderes und so weiter. Das heißt, wenn du ein Metaprogramm 4a hast, aber du hast einen Job, der ist 4b, dann bist du unglücklich. Oder du hast 4b und du hast einen Job, der ist 4a, dann bist du passiv, unzufrieden und unglücklich. Und es ist richtig wichtig zu erkennen, welche dieser 12 Metaprogramme, wie bist du programmiert? Und was sind wie ist dein Leben? Kommt dein Leben überhaupt damit klar? Und wenn du das erkannt, ich habe zum Beispiel für mich erkannt, so ich habe früher eine Tätigkeit gemacht, wo ich 4a war, aber meine Programmierung ist 4b und seitdem habe ich mir komplett, ich habe einfach aufgehört mit meiner Firma, ich habe sie verkauft und habe einfach gesagt, ich gestalte jetzt mein Leben und meine Arbeit mit 4b, mit Kreativität, mit Musik, mit Videos, mit Frequenzen, mit Kursen. Ich habe jeden Tag komplette Abwechslung und seitdem bin ich jeden Tag zufrieden, weil ich mich so fühle, als ob ich in der Pension angekommen bin und einfach das tue, was mir Spaß macht. Einfach nur, weil ich ein Metaprogramm in mein Leben integriert habe und zwar 4b. Ganz einfach. Und deswegen ist es wichtig zu erkennen, was für Metaprogramme hast du. Und dann kommen wir zum System 9. Das System 9 sind deine Überlebensstrukturen aus der Entwicklungstherapie und aus der Entwicklungspsychologie. Ja? Da gibt es die Einführung, die Überlebensstrukturen, dann die 5 Überlebensstrukturen selber, dann die Bedürfnisbefriedigung, der Bedürfnisbefriedigungszyklus. Ja? Also wie ist der Zyklus in uns, dass unsere Bedürfnisse befriedigt werden? Dann die Entstehung von adaptiven Entwicklungsstörungen, ja,
Und dann gibt es die fünf verschiedenen Überlebensstrukturen, die sich bilden auf Basis von Entwicklungstraumata in der Kindheit. Und jeder von uns hat mindestens eine dieser Entwicklungstraumata erlebt, außer vielleicht die Kinder im Urwald. Und das sind die Überlebensstrukturen, die uns komplett dominieren und unser Verhalten und alles lenken und steuern. Ja? Und das zu erkennen, dass du in der Autonomie-Überlebensstruktur zum Beispiel bist. Und wie funktioniert die Autonomie-Überlebensstruktur? Und es gibt für jede Überlebensstruktur, habe ich eine eigene PDF gemacht, wo ich ganz detailliert alles wirklich aufgezeigt habe. Ja, zum Beispiel hier jetzt die Entstehung der Autonomie-Überlebensstruktur, die Auswirkungen beim Erwachsenen, Angst vor Nähe, ein Leben unter ständigem Druck, Ambivalenz gegenüber Autoritäten, deine Kernangst, beeinträchtigter Kernausdruck auf schambasierte Identifizierungen, auf stolzbasierte Gegenidentifizierungen. Wie ist die Realität tatsächlich? Also wie fühlst du? Autonomie bedeutet, dass die Betreffenden wissen, was für sie richtig ist und in der Lage sind, das des anderen gegenüber zu äußern und statt einem Ja ein aufrichtiges Ja oder ein Nein, ein echtes Nein zu kreieren und was für Bewältigungsmechanismen man dahinter hat, was für Verhaltensmerkmale man hat, was die Energie gibt in diesem System, wie ist dein Atemmuster, wie ist dein Lösungsansatz, wie sind die Strategien für die Therapie, für die Selbsttherapie, für die Therapie von deinem Partner, Strategien und Lösungen, also wirklich, also das ist nur ein Autonomie-Überlebensstruktur, da werden sozusagen alle fünf erklärt, inklusive Video, wo das ganz detailliert erklärt wird, also aus der Entwicklungstherapie. Also du musst diese ganzen Therapiebücher nicht lesen, weil sie dort sehr detailliert behandelt werden. Ja. Dann System 10. System 10 ist dein Denk- und dein Bewertungssystem. Ja. Weil das ist das, was sich schlussendlich daraus bildet. Das heißt, wir haben das Ego-System, ja? Wir haben das Bewertungssystem, ja? Wir haben das Glaubenssystem, was sich dann daraus bildet, ja? Wir haben die ganzen Kinder, die ganzen Programme, die sich daraus bilden, ja? Wir haben dann die ganzen Trigger, die die Kinder triggern, dann haben wir die Außenwelt, die normalen Filter drüber legt, dann haben wir die ganzen Hormone und die ganzen, den Körper, dann haben wir die ganzen Metaprogramme, die dein Verhalten beeinflussen, dann haben wir die Entwicklungsstörungen, die Überlebensstrukturen, die sich daraus bilden. Und daraus, aus diesem ganzen Summasorium aus verschiedenen Systemen, bildet sich dann, wie denkst du, also wie denkt deine Individualität und bewertet deine Individualität. Und da werden die 12 Phasen des Denksystems genau erklärt, also wie tickt dein Denksystem eigentlich und wie funktioniert dein Denksystem. Ja, also dieser Kurs ist richtig krasse Selbstoffenbarung und richtig krasse, du wirfst jetzt mal eine Taschenlampe auf dich selbst und nicht mehr auf die anderen. Ja. Dann langfristige Auflösung chronischer Gedanken. Also wenn du denkst und du denkst chronisch über irgendwas nach, wie löst du das auf? Aber das ist natürlich nur, das kannst du nur auflösen, indem du diese 12 Systeme vorher erkannt hast, verstanden hast und weißt, was in dir gerade vorgeht. Ja. Dann ein Video, das nennt sich der innere Richter. Das ist der entscheidet. Ja. Wie kriegst du Einfluss auf diesen Richter? Ja? Und dann, wie du deine Denkmuster, die sich aus dem Richter und aus diesen ganzen Mustern erkennst und wie du neue Weltbilder integrieren kannst. Und dann kommen wir zu System 11. Das ist das emotionale System. Also das sind die Emotionen, die sich schlussendlich durch diese ganzen Systeme bilden. Und die Emotionen lenken natürlich auch wiederum. Es wirkt alles miteinander zusammen. Die lenken wiederum dein Verhalten. Ja, weil wenn du dich schlecht fühlst, dann wirst du dich schlecht benehmen. Wenn du dich gut fühlst, dann wirst du dich gut benehmen. Also das Ganze, diese ganzen Programme und alles, was Systeme führen, schlussendlich kompensieren alle in deinen Emotionen. Ja. Und die Emotionen, die sich daraus bilden, boom, daraus entstehen wiederum neue Gedanken und das ganze System loopt sich von selber. Und aus den Emotionen bildet sich schlussendlich das Fundament, und zwar der Boden, auf dem du läufst. Und ich nenne das System 12 Bewusstseinszustand. Das ist der Zustand, in dem du dich gerade befindest. Ja? Also du siehst gerade das Video und fühlst dich gerade irgendwie. Ja? Und der Zustand könnte sein, dass du läufst auf deiner Wiese barfuß, du läufst auf Holz oder du läufst auf einer Lava und es tut weh. Ja? Und der Zustand ist das Resultat
all diese 12 Systeme oder beziehungsweise diese 11 Systeme, die kompensieren im Zustand und aus diesem Zustand heraus erschaffst du wiederum die Ereignisse, die sich wiederum in diesen 12 Systemen loopen. Und Bewusstseinserweiterung, also es gibt ja die äußere Bewusstseinserweiterung, sowas wie Astralreisen, erweiterte Bewusstseinszustände, aber es gibt die innere Bewusstseinserweiterung. Das ist das, wo du sagst, okay, das Außen interessiert mich jetzt nicht mehr, sondern ich werfe die Taschenlampe auf mich selbst und dann schaue ich mal nach, was in mir los ist. Und wir haben diesen Kurs Breakthrough, das ist ein intensiver Kurs. Es hat 86 Lektionen, 86 Videos, wo wir dir diese 12 Systeme Step by Step ganz detailliert erklären und ganz eins nach dem anderen wirklich aufgreifen und durchleuchten und gleichzeitig daran arbeiten. Ja. Und wenn du in der Meditation Academy bist, dann geht es dann danach um Self-Mastery, das ist dann das Chapter 2. Da geht es dann zum Beispiel in die Grundlagen, in die Anatomie des Körpers, das somatische Nervensystem, die ganze Polyvagaltheorie und wie du das Ganze, die Hirn-Herz-Kohärenz einbaust. Also alles, was du in Chapter 1 gelernt hast, wird dann umgewandelt dann in die Praxis. Wie arbeitest du damit in der Praxis? Ja? Also das ist nur das zweite Chapter. Da geht es dann sozusagen um Self-Mastery, Selbstregulation von Gedanken, Emotionen, Körper und Bewusstseinszuständen. Ja? Aber um das machen zu können, musst du zuerst dich selbst kennenlernen, musst du deine Systeme verstehen, du musst verstehen, was gibt es. Also ich habe jetzt in diesem Video ein bisschen ausgeholt, ich habe dir einfach nur so ganz im Gröbsten des Gröbsten diese 12 Systeme erklärt. Und du kannst jetzt schon mal ein Bild machen, was es für dich bedeuten würde, wenn du dir diesen Kurs ansiehst, was für ein Mensch du danach bist, wie du dich selbst betrachtest nach diesem Kurs, wie du deinen Partner betrachtest, deine Kinder und wie du deine anderen Menschen, deine Arbeitskollegen betrachtest. Du wirst das Ganze aus einer ganz anderen Brille sehen, aus dieser, wow, endlich Blick, habe ich die Filter abgelegt, weil ich erkenne, warum das so ist und warum sich der so verhält. Und du weißt danach, wie du sogar mit ihm umzugehen hast. Ja? Und ja, das führt dann später zu Inner Child Healing, Relationship Healing, Manifestierung. Also das sind dann diese 10 Chapters. Und das ist nur das Chapter 1, also ein Intensivkurs, der sozusagen dir deine Muster zeigt und dir hilft, diese Muster zu durchbrechen. Ja? Ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt, aber es war mir einfach sehr wichtig, dass du in diesem Video diese 12 Systeme erkennst und dass du diese 12 Systeme anfängst, daran zu arbeiten. Und wie gesagt, in der Meditation Academy, das kostet im Monat 39 Euro. Es ist nicht viel. Dieser Kurs alleine würde mehrere tausend Euro kosten. Das sind über 20 Stunden Videomaterial. Alleine diesen Kurs anzuschauen, das wäre ein komplettes 5-tägiges Seminar, wo wir wirklich 5 Tage lang nur an dem arbeiten. Kriegst du einfach für 39 Euro, kannst du das in einen Monat reinziehen und danach wirst du ein anderer Mensch sein. Das verspreche ich dir vom ganzen Herzen. Ja. Also wenn du wirklich bereit bist, wirklich Bewusstseinserweiterung auf einem ganz anderen Level zu machen, dann komm in die Meditation Academy, dann schau dir Breakthrough an und wenn du Breakthrough angesehen hast, dann wirst du dich selbst auf einen ganz anderen, durch eine ganz andere Augen sehen, andere Menschen durch andere Augen sehen, du wirst deine Kinder anders erziehen, du wirst mit deinem Partner endlich mal eine Kommunikation hinkriegen, die funktioniert. Deine Beziehung wird auf einem anderen Level sein, die Beziehung zwischen deinen Kindern, deinem Partner, deinen Freunden, deinen Arbeitskollegen, deinem Chef wird auf ein anderes Level gehoben und ich kenne nur das Feedback von den Leuten, die den Kurs schon gesehen haben und das ist einfach atemberaubend, was da rauskommt. Du kannst dir selber schon ein kleines Bild machen, wo ich dir jetzt in diesem Video schon diese 12 Systeme grob erklärt habe, was das schon bei dir verändert, weil du erkennst, wow, das lenkt mich und das lenkt mich. Was wäre, wenn du diese Details, wenn du diese Programme alle verstehst und wenn du das regulieren kannst, das würde so einiges in deinem Leben verändern. Das ist auch der Grund, warum wir diesen Kurs gemacht haben, zu dritt, und wo wir intensiv daran arbeiten, deine Muster zu durchbrechen. Ja, das ist ein Theorie- und Praxiskurs für sehr kleines Geld, was eigentlich ein Vermögen kosten würde. In dem Sinne freue ich mich, dass ich dir mit diesem Video da ein paar Einblicke geben konnte in meine Arbeit, in einen Kurs von der Meditation Academy. Und wenn deine Intuition und dein Gefühl dir sagt, ja, es wird Zeit, die Taschenlampe nicht mehr auf andere Menschen zu richten, sondern auf mich selbst, dann, und dein Gefühl dir sagt, ja, das ist genau das, was ich jetzt brauche,
dann komm in die Meditation Academy, melde dich an und arbeite mit uns gemeinsam an diesem Kurs. Und dieser Kurs ist nicht nur ein Theoriekurs, wo wir Videos abgedreht haben, sondern wir haben diesen Kurs gemacht mit einer Coaching-Gruppe von über 80 Leuten und haben die Leute, die diese Videos gesehen haben, die haben das Video gesehen eine Woche lang und haben das in der Praxis angewendet. Und dann haben wir Q&A-Calls gemacht, jede Woche, und haben gemeinsam mit den Teilnehmern diese Theorie, die wir dort vermittelt haben, die die Menschen in der Praxis dann angewendet haben, gemeinsam behandelt und Fragen-Antworten gegeben. Das heißt, das ist nicht nur ein Theoriekurs, sondern du siehst in den Q&A-Calls, wenn du in diesen Kurs reingehst, gibt es Q&A-Calls, da gibt es extrem viele Q&A-Calls, diese ganzen Calls, die über einmal eine Stunde dauern oder zwei Stunden sogar, wo die Leute, die diesen Kurs angewendet haben, in der Praxis noch Fragen gehabt haben, wie sie damit umzugehen haben. Und das haben wir alles noch beantwortet. Und das ist sozusagen nochmal die Praxis aus echten Teilnehmern, die dieses Wissen in der Praxis angewendet haben, die nochmal in diesem Kurs sozusagen noch diese ganzen Videos behandelt haben. Also du hast im Chapter 1 diese Einführung, also wie du das maximal rausholst, also Einführung in diese 12 Systeme und dann diese kompletten 12 Systeme der Verhaltenssteuerung, ganz detailliert, das ist, wie viele Videos da drin sind, das ist dann der Kurs, wie das ganz detailliert behandelt wird, also es ist auf jeden Fall etwas, was sehr, sehr viel in dein Leben auf den Kopf stellen wird, im positiven Sinne. In dem Sinne, weil dein Gefühl, deine Intuition, das sagt, ja, ich bin bereit, auf mich selbst der Taschenlampe zu richten und bewusster durchs Leben zu gehen und ein einfacheres Leben zu führen, mich selbst zu regulieren, dann komm in die Meditation Academy und schau dir Breakthrough an. Und das ist mir eine riesengroße Freude, dieses Wissen hier sozusagen erstmals veröffentlicht zu haben und gemeinsam das zu verbreiten, damit andere Menschen durchs Leben gehen, bewusster gehen, weil das, ich glaube, das Problem aller Probleme ist die fehlende Selbstregulation der Eltern. Also deine Eltern konnten sich selbst nicht regulieren, haben ein dementsprechendes Verhalten gemacht, und man sagt so schön, Kinder muss man nicht erziehen, sie kopieren die Eltern sowieso. Und da die Eltern sich nicht regulieren konnten und nicht kontrollieren konnten, weil sie es nicht verstanden haben, was in ihnen vorgeht, weil es damals keine Psychologiebücher gab, sind wir und evolutionär gesehen einfach das Spiegelbild der Eltern. Und das loopt sich nach jeder Generation. Und dieser Kurs ist ein Teil dazu, dass wir eine Generation erschaffen, die erkennt, deswegen reagiere ich so, deswegen verhalte ich mich so, deswegen verhalten sich die anderen so, deswegen können die sich nicht regulieren, und man lernt, warum das so ist und wie man sich regulieren kann. Und wenn man dann selber seine eigenen Kinder erzieht, dann wird man sich regulieren können und wird man sich selbst nicht mehr seinen Emotionen, seinen Programmen unterworfen sein, und man wird bewusster sein. Und dann werden deine Kinder bewusster sein, weil sie dich erkennen, weil du ihnen dieses Wissen ja auch vermitteln kannst. Ja? Und so werden wir eine neue Gesellschaft erschaffen, die bewusster ist. Und das ist das, was evolutionär gesehen einfach jetzt an der Reihe ist. Wenn dein Gefühl dir sagt, ja, ich will bewusster werden, dann sehen wir uns im Breakthrough, und dann hast du sozusagen über 20 Stunden Videomaterial mit uns, wo wir gemeinsam diese Themen durchleuchten und an dir arbeiten. In dem Sinne ist mir eine große Freude und Ehre, und ich freue mich sehr, dich im Breakthrough wieder zu sehen. Ciao.